willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land im Telefonat mit dem Herrn Müller. So schaut's aus und Sie wollten ein Angebot von mir, können Sie gerne haben. Ja, ich bräuchte ein Gewicht so 1200, wenn es das gibt. Ein Gewicht, sagen Sie mal, geht ein Akku. Ein Akku. Da gibt es 2300 und 1100. Dann 1100. Ja. Standardfarbe. Ja, gibt ja sonst nicht viel, was sie machen können. Und einen Frontlader mit Palettengabel für den MF, den ich gekauft habe, für den 93T. Für den 93, den FZ30 nehme ich an, von Stoll. Der ist ein bisschen kleinerer als der FZ60. Sagen Sie mal, wie viel PS ihr... 95. 95, okay, dann ist der FZ30, weil den FZ60 würde der das Gefährt nicht schaffen. Jo, wenn Sie das sagen, hoffe ich mal, dass das stimmt. Ja, das steht im Katalog, da steht ja dann mit 90 Horsepower und 150 Horsepower. Okay. Und eine Schaufel oder so haben Sie, glaube ich. Ich habe gesagt, ich brauche eine Palettengabel. Achso, eine Palettengabel, stimmt, da weiß ich nicht. Lassen Sie denn nicht mal das kurz zusammenrechnen. Dann nehmen Sie mal den Taschenrechner. Das sind. Irgendwie spinnt das gerade rum. Lassen Sie mal eine Minute warten. Entschuldigen Sie. So langsam sollten Sie aber den Dreh raus haben. Hallo. Ja, es lädt. Ich kann auch nicht. Brauchen Sie Hilfe? 8640. Mit Steuer, alles drum und dran. Genau. Herr Müller, brauchen Sie Hilfe? Wir quatschen da die ganze Zeit rein. Ziemlich unhöflich. Ach, da sind gerade welche. 8640 inklusive Steuer, genau. Gut, machen wir. Ah, gut. Der Jürgen kommt vorbei und holt das Zeug ab. Nächste Woche wird's geliefert. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin's. Moin. Nächste Woche wird das Zeug beim Händler sein. Anfang nächster? Ja, denke doch. Hoffe ich doch. Na dann komme ich jetzt gleich mal runtergefahren schon mal. Jo. Einen Trecker holen. Können wir so machen. Gut. Jo. Bis denn. Und die Pacht ist nächste Woche auch schon eingetragen, oder? Die kann ich jetzt, die trage ich jetzt am Ende gleich ein, ja. Und ich stelle dann nämlich schon mal im Anhänger hin. Jo. Gut, bis denn. Jo. Tschö. Ich weiß gar nicht, wo ich das Zeug hinstellen soll. Ich stelle es jetzt mal so hin. Anhänger hier. Den Häcksler dann da oben dran. Dann wird es schon passen. Doch schon einiges los diese Woche. Leerpaletten muss ich noch hochbringen. Vielleicht kann ich sie dem Jürgen noch mit aufschwatzen. Dass er die auf dem Tieflader vielleicht gleich mit hochnimmt. Ich habe ja den Manitou noch im Wald.
kann er den Wasser mitnehmen. Ein paar Leerpaletten. Ja. Weil der Masai hat ja dann eine Palettengabel und alles dran, dann kann er das auch gleich abladen. Das wäre doch ein Plan, dann läuft das alles zusammen. Ich glaube, ich den Häcksler schon mal in den Hof. Zum Hof. Der müsste sowieso gleich dann am Hof ankommen. Und dann passt die ganze Geschichte. Ich muss nächste Woche ansehen. Ich muss ansehen. Oder aber ich frage den anderen, ob der das für mich macht. Ja, auch eine Option. Oder warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Hallo, Herr Müller. Haben Sie Lust und Zeit, was zu arbeiten? Kommt drauf an, auf was? Oh, zwei Felder von mir ansehen. Gibt natürlich auch ein kleines Entgelt. So. 10.000? Ja. 15.000 wenn dann. 12,5. 12,5. Na gut. Dürfen auch einen schönen Xerion fahren. Sie brauche ich keinen Traktor mitbringen. Sie bräuchten, müssen nur irgendwie runterkommen zum Jahrenhof. Jetzt gleich oder? Ja, sobald Sie Zeit haben. Wäre schön. Ja, warte, dann fahre ich hier schnell die eine Bahn noch zu Ende und dann fahre ich ja, direkt zu Ihnen. Alles gut. Ähnlich, ja. Alles gut. Gut, dann ja. Sehen wir uns da bald. Ja, tschüss. Gut, danke, tschüss. Gut, passt, 12,5. Haben wir uns Geld gespart. Drehen wir den mal gerade mal wieder um, den Kollegen.
Muss nur mal checken, ob da überhaupt Saatgut drin ist. Kein Dingel, sondern Mohn, glaube ich. Oder Dinkel? Die Frage ist halt, ob es bei Dinkel, ob das Saatgut reicht. Ein Dinkel braucht immer ein bisschen mehr Saatgut. Machen wir Mohn. Gut. Steht parat, dann warten wir jetzt mal auf den Jürgen. Hallo? Jo, Jürgen, wann bist du da? Ich bin bei der Dieselproduktion gerade. Ah ja, gut. Gut, dann bis gleich. Jo. Tschüss. Dann lass ich den schon mal ein bisschen warm laufen. Frontlader ist dran. Das dachte ich nämlich gerade schon. Vorhin habe ich mir überlegt, hat er überhaupt einen Frontladeranbau gehabt oder nicht? Ich wusste es gar nicht mehr. Aber glücklicherweise. Werden der hin? Naja, da kommt er. Achso, Paletten muss er noch mitnehmen. Darf ich nicht vergessen. Ziemlich mittig aufgefahren hier. Ich hatte noch 20. Am Telefon oder was? Ja. Ja. Ich hatte 20% deswegen. Ne, 25 Band. Also. Und plus die 10% Steuern. Dann sind wir beim bei 191.000. Minus 191.000, dann würde ich von der Stadt 40.500 bekommen. Ja. Yeah. 40.000 was? Wo sind du, Volker? Ah, hier. Servus. 500. Hi. Ja. So, müsste beides rausgegangen sein. Jo. Ciao. Tschö. So, da ist das gute Ding. Jo. Ich hätte aber noch eine Bitte. Ja. Kannst du auch noch ein paar Paletten mitnehmen? Ich bestimmt hin, wenn du mir die auflädst. Ja, drüben im Sägewerk. Ich hab nichts zum Laden dabei, deswegen. Hab da ein Manitou. Alles durchdacht und nachher abladen kannst du ja mit dem MF. Ja. Kartonproduktion. Also die Paletten müssten zum Karton, zur Kartonproduktion. Ja, komm mal hin. Gut. Würde ich aber kurz noch auf den Kuchen einladen. Wenn es bei dir passt. Ja, hab einen schönen Käsesahne hier. Gerne. Ja, dann.
Aber mach mal einen Blinker noch aus. Moment. Jetzt. Kommen Sie rein, gucken Sie raus. Also, siehst du nicht viel, aber guck mal gerade den Kuchen aus dem Kühlschrank. Ja. Einbaukühlschrank, hätte jetzt gedacht. So, hier, setz dich hin. Wenn es bei dir passt. Ja. Passt bei mir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne bei Dark Racing YouTube noch vorbei. Und ihr bei Varuna LP. Und dann schaut morgen wieder rein. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.